Herzlich willkommen, liebe Imperiumsmitglieder aus den tiefen, tiefen Schluchten des Felstunnels. Das letzte Mal hatten wir ihn bereits betreten und... Moment, habe ich Zertrümmer... das dachte ich mir. So, natürlich ist da ein Item. Ja, genau da. Ich meine, es ist ein guter Ort, wo er sein sollte. Jetzt verstehe ich mich nicht falsch, aber... Ja, da muss ich natürlich jemandem Zertrümmerer beibringen. Wer kann es denn lernen? Ah, Hippopotas kann's. Wirklich gut, dass diese beiden noch nicht fest im Team integriert sind. Das heißt, ich muss jetzt keine Attacken zu vergessen lassen, die ich am Ende bereuen werde. Das heißt, ich kann hier einigermaßen befreit aufatmen. Aber genau, also... Genau, was diesen Felstunnel angeht, ich meine, ich hatte es das letzte Mal schon erläutert, in Rot-Blau-Gelb hatten wir hier noch 15 Trainer, hier haben wir jetzt 0. Allerdings stört es mich hier gar nicht mal so sehr, weil es schon einen Unterschied gibt. Oh, ein Grünstück. Cool. Weil es schon einen großen Unterschied gibt und etwas, was auch diesen Ort wesentlich besonderer macht, nämlich dass das Layout hier einfach so viel besser ist. Wenn ihr müsst euch vorstellen, der Felstunnel ist im Prinzip ein sehr undurchdringbarer Tunnel, ja. Das soll er, oder soll er von seiner Grundidee auch aus sein, diese wirklich tiefgelegene Formation von... Felsen innerhalb einer Höhle, die es nur schwierig machen, zwischen der Route 10 und Lavandia hin und her zu pendeln. Das Ganze ging ein bisschen verloren in Rot-Blau-Gelb, dadurch, dass... Vor allem dadurch, dass der Weg so geradlinig war. Weil, du hattest, wie gesagt, größtenteils einfach nur ebene Flächen, ab und zu mal, eine Einbahnstraße, aber ansonsten, vor allem waren die Wege sehr, sehr breit. Du hattest nicht wie hier mal ein paar Felsen im Weg oder mal ein Ort, wo du nach unten gehen musstest. Und es war viel zu geradlinig für das, was der Felstunnel eigentlich sein sollte. So. Und die Trainer, so cool ich es auch finde, dass man dort viele Trainer hatte. Und ich möchte auch nicht sagen, dass man das nicht trotzdem machen sollte, aber ich kann es hier... entschuldigen, ganz einfach, weil ich sage, okay, das soll diese riesige, undurchdringbare oder nur schwer durchdringbare Felsenformation, wie gesagt, eine Höhle sein. Dort sollten nicht gerade ein Haufen Trainer, die nicht gerade Wanderer sind, herumchillen. Also Wanderer ist immer kein Problem, aber da gab es ja auch einen Haufen anderer Trainer. Und weil ich satt für das Rot-Blau-Gelb-Layer auch Sinn gemacht. Und wie gesagt, die Höhle war enorm einfach strukturiert. Aber hier würde ich das anders machen. Und er versteht da eigentlich auch was anderes drunter. Also ich bin nicht wirklich damit zufrieden, wie man das hier gelöst hat. Sowohl in dem einen als auch in dem anderen Spiel, weil ich hier schon gerne ein paar weitere Trainer gesehen hätte. Dafür hat man hier ein fantastisches Layout für den Felstunnel. Und in Rot-Blau-Gelb fand ich das Layout überhaupt nicht gelungen. Rot-Blau-Gelb, Feuerrot, Blattgrün. Dafür hatte man dort eine bessere Trainerauswahl. Deswegen kann ich hier eigentlich genauso gut mit dem Felstunnel leben, wie ich es im anderen Spiel auch kann. Nur, dass ich vielleicht im Zweifelsfall sogar dem Layout ein bisschen den Vorzug gebe, aber das ist auch ein bisschen tagesformabhängig bei mir. Dennoch, ich habe einfach aufgrund dieser Tatsache mit der Art und Weise, wie der Felstunnel hier aufgebaut ist, gar keine so großen Probleme mit ihm. Und ich glaube, man wird es auch merken, wenn ich dann weitere ins Innere vorstoße, dass das tatsächlich Sinn ergibt. Natürlich wurde das, und das ist vielleicht eine der schönen Sachen, so wie der Hack das gelöst hat. Die Bedeutung vom Felstunnel wurde auch ein bisschen geschmälert in Gold, Silber, Kristall und Gold und Silber, weil in, müsst ihr euch im Prinzip vorstellen, Rot, Blau, Gelb, Feuer und Blut, Grün, war das der einzige Weg, um durchzukommen. Dadurch, dass Azuria City abgesperrt war, musstest du praktisch einen wirklich umständlichen Weg gehen durch diesen Tunnel. Und deswegen ist es eben auch designtechnisch sehr wichtig, dass dieser Tunnel genau das widerspiegelt. Dass er, wie gesagt, in den Erstauflagen Rot-Blau-Gelb, Feuerblatt-Grün nicht getan hat. So, und das Interessante ist jetzt hier in Gold, Silber und Kristall ist es ja, und auch in Gold und Silber ist es eigentlich anders angedacht, weil man geht ja von einem ganz anderen Weg. Normalerweise, dadurch, dass man sofort nach Saffronia City kann, geht man einfach über den Osten oder den Ostausgang über den
über dem Ostausgang Safronia Cities Richtung Lavandia, um zum Radioturm zu kommen. Und wenn man dann nach Safronia City zurückgeht und in den Nordausgang nimmt, kommt man dann direkt nach Azuria City, wo man dann auch tatsächlich Richtung Kraftwerk kommt, was die beiden Orte sind, die man benötigt, sag ich mal. Man kann den Felssohl eigentlich überspringen und würde gar nichts verpassen. So, und das Interessante ist aber, dass jetzt trotzdem dieses Design natürlich dementsprechend komplexer ist, sag ich mal, dass man eigentlich vermuten könnte, dass es andersrum wirklich mehr Sinn ergeben hätte, weil hier ist ja eh nicht wirklich wichtig. Das heißt, hier hätte man auch beim Design eher etwas schlampen können. Hier hätte man auch sagen können, gut, im Laufe der letzten Jahre wurde der Tunnel eben passierbarer, aber ja, letztendlich braucht man ihn nicht mehr wirklich, deswegen sind ja auch nicht wirklich viele Trainer. Aber in Rot, Blau, Gelb, dann, wenn man ihn braucht, hätte das sich, wie gesagt, auch designtechnisch ausschlagen müssen. Deswegen, ich finde es wirklich interessant, wie die Rollen hier vertauscht sind. Und ich eigentlich das Gefühl habe, dass das immerhin einer der Sachen ist, die durch diese neue Linearität, die der Hexstorm Silver einführt, das Ganze wirklich verbessert hat, weil jetzt ist man gezwungen, durch diesen Felstunnel zu gehen, um hier voranzukommen. Und jetzt schlägt sich das Design viel besser aus, beziehungsweise kommt viel besser zur Geltung. Was cool ist. Ich meine, klar, es wurde nicht ganz so aufgehypt und immerhin müssen wir nicht zum Kraftwerk gehen, bevor wir zum Radioturm gehen, ehe wir das Ganze im Kraftwerk lösen können. Aber trotzdem, es ist designtechnisch zumindest sehr passabel gelöst, muss ich sagen. Aber gut, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr abschweifen. Auf jeden Fall sind so die Gedanken, die ich hier beim Felstunnel habe. Es ist auf jeden Fall einer der wahrscheinlich bekannteren Dungeon in Pokémon. Einfach weil er wirklich der allererste war, der mit Blitz gearbeitet hat. Und es hat auch eine sehr ikonische VM, sag ich mal, in Pokémon ist. Zum anderen natürlich, weil er auch in Rot, Blau, Gelb eben, ich meine, ich habe ihn nie als kompliziert empfunden. Es war nie so hier, wie der Kesselberg hier zum Beispiel designt war, oder wie die Strudelinseln. Sondern es waren einfach ein Haufen nerviger Einbahnstraßen. Aber ansonsten war das wirklich kein allzu großes Ding. Da könnt ihr ja mal eure Erfahrungen mit dem Felstunnel niederschreiben, weil, man ist es ganz interessant, denn mein großes Vorbild, weswegen ich ja mit dem Let's Play begonnen habe, ist Slowflake. Der hat diesen Ort immer gehasst. Und ich weiß wirklich nicht, warum. Wie gesagt, ich fand nie, dass der sonderlich komplex war. Aber gut, also gerade, wie gesagt, wenn ich es mit den Johto-Hüllen vergleiche, ist es ein Spaziergang, wobei, und das ist ja wirklich das Interessante, dadurch, dass die Johto-Hüllen schon so kompliziert designt sind, hat man das Ganze hier dann wieder wettgemacht. Ich meine, beim Mondberg, den hat man ja komplett zerstört, bedauerlicherweise, aber hier hat man doch ein bisschen Luft, sag ich mal, noch gehabt. Ich meine, in Gold, Silber und Kristall war das im Prinzip auch schon ähnlich. Das ist halt auch so ein Ding, der Mondberg war schon Gold, Silber und Kristall schlecht, deswegen war hier auch relativ schlecht und ja, das Ganze ist auch, beim Felstunnel war das schon etwas komplexer. Wenn auch nicht so gut wie hier, wenn man eben die Höhen und Tiefen noch nicht so gut darstellen konnte, ja, aber trotzdem. Was ich einfach wirklich toll finde, ist das Höhlendesign allgemein. Auch wenn es, wie gesagt, viele komplizierte Stellen gibt, aber ich habe das Gefühl, dass, was das Höhlendesign angeht, Game Freak hier wirklich auf ihrem Zenit war. Also so gut wurde es danach nicht mehr. Klar, sag ich mal, Schwarz und Weiß war noch in Ordnung, sag ich mal. Also, die Höhle, dessen Namen ich gerade schon wieder nicht wirklich weiß. Da, wo man Kobalium gefunden hat, Terrakium und Viridium, die dann losgelassen wurden. Kammer der Weisung, genau. Die Kammer der Weisung hatte ein relativ gutes Layout, sag ich mal.
Also, da kann man weniger sagen, aber trotzdem. Ich meine, auch wenn wir natürlich mit Sinnoh eigentlich so die Höhlenregion haben, da wurde ich auch in meiner Perlenastung immer wieder darauf hingewiesen, dass Sinnoh im Prinzip die Höhlenregion ist, in Anführungszeichen, weil es dort so viele Höhlen gibt wie noch nie. Und ja, das gibt es, und es gibt auch eine ganz unterschiedliche Palette an Designs. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Höhlen nie so komplex werden. Da muss man sich immer überlegen, ob Komplexität zwingend gut ist, ob solche verwirrenden so ein verwirrender Aufbau von Höhlen wirklich nötig ist, aber ich meine, klar, für mich ist es ungeschickt, weil ich nebenher reden muss. Aber ansonsten habe ich da überhaupt nichts gegen, und ich finde auch, dass tatsächlich nervige Elemente, die bei Sinnoh dann schon tatsächlich verwendet wurden, oder auch in Hoenn, hier entfernt wurden. Beispielsweise gerade die Sachen, die man mit dem Fahrrad überwinden muss. Also wenn ich an den Himmelsturm denke, wo man dann mit dem Rad schnell fahren musste. Das war extrem nervig. Und in Sinnoh hat man es nicht wirklich besser gemacht, weil man da ja diese Rampen, sagen wir mal, diese Rampen schnell überfahren musste. Was an sich nicht das Problem ist, sondern das Problem ist, wenn man dann irgendwie zwischendrin abbremsen muss oder so, wenn man dann zu einem bestimmten Punkt kommen muss. Ich meine, die Idee war sowohl in Hoenn als auch in Sinnoh interessant. Ich fand nur, dass es manchmal ein bisschen so im Grenzgebiet des nervigen Gimmicks war. Nie wirklich schlimm, aber manchmal so ein bisschen im Grenzgebiet, wenn ihr wisst, was ich meine. Und hier hat man diese Probleme ja nicht. Es ist einfach nur ein komplexerer Höhlenaufbau. Und von daher finde ich auch die Höhlen hier tatsächlich besser als in Sinnoh. Sobald ich auch das Gefühl habe, dass sie in Sinnoh sich... Oder ich sag mal so, ich habe das Gefühl, sie versuchen nicht wirklich komplexer, sondern sie versuchen einfach nur groß zu werden. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Eiseninseln. Klar, ziemlich cool. Aber an sich ist es einfach nur ein relativ großes Gebiet, was man sorgsam erkunden muss. Genau so wie die Bizarro-Höhle. Es ist nicht wirklich komplett, es ist einfach nur riesig und mega verwirrend. Während man hier einfach aufgrund dieser vielen grafischen Details, wo da mal ein Felsvorsprung ist, dann musst du da mal nach unten und dann wieder nach oben und dann kommt da vielleicht mal eine Leiter und dann ist da ein Stein im Weg und so. Aber kann auch sein, dass nur ich das so empfinde. Das ist nur das, was ich tatsächlich merke, jetzt so im wirklich direkten Vergleich. Und wow, da bin ich wieder was mit Kraxler Stein. Ich meine, ich finde es ja gut, dass man es eingebaut hat, ja. Aber ich finde es immer noch absolut, absolut sinnlos, dass man den erst mit allen 16 Orden kriegt. Ich meine, ich verstehe, dass sie irgendeine Art Belohnung dafür wollten, dass man 16 Orden einsammelt. Aber Kraxler... Ich meine, das sollte wirklich etwas sein, was ich jetzt bekomme, sodass ich jetzt in Johto backtracken kann. Also eigentlich sobald ich aufbreche, sodass ich danach in Johto backtracken kann und die Sachen sammeln kann, die mir noch fehlen. Oder auch, dass ich tatsächlich direkt hier die Sachen suchen kann. Weil ich meine, warum soll ich, sobald ich 16 Orden habe, nochmal backtracken mit irgendeiner VM? Das... Es gehört zu den Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Und was glaubst du, warum ich ihn vorne hab? Ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass das passiert. Es ist jedes Mal herrlich. Ich würde halt gern der ihre Gesichter sehen. Ich meine, ich sehe sie und sie sehen immer gleich aus. Aber trotzdem, das muss so richtig diese Färbung haben von... You gotta be kidding me. Warum? Warum klappt es nicht? Also, Gold wert, sag ich euch. Gold wert. Aber genau, also von daher, was das mit Kraxler auf sich hat. Ich weiß nicht, es ist einer dieser Sachen, dieser etwas unnötigen Elemente. Würdet ihr mir aber glauben, wenn ich tatsächlich sage, wenn wir gerade vom Designtechnischen reden, dass der Felstunnel schon designtechnisch eine deutliche Aufwertung gegenüber Rot-Blau-Gelb ist. Und dann wartet mal eine weitere Höhle ab. Denn es gibt tatsächlich noch ein Dungeon, der so viel besser ist als der in Rot-Blau-Gelb und Feuer-Rot-Blau-Grün, und zwar in jeder Hinsicht. Ich bin wirklich erstaunt, was sie da in Hot Gold und Soul Silver draus gemacht haben. Das war wirklich... Und ich meine... Ja, wir reden jetzt nicht mehr nur davon, weil wir sollten immer bedenken, dass hier ist die zweite Region.
Und es ging erstmal nur darum, dass Kanto nicht so schlecht ist wie in Gold, Silber und Kristall. Ja, das war erstmal unser primäres Ziel, weil da so viel an Content gefehlt hat. Aber darüber, dass man diese Orte noch besser als in Rot, Blau, Gelb machen konnte, ich glaube, da, oder Feuerrot, Blau, Grün, ich glaube, darüber hat niemand gesprochen. Aber doch, sie haben es in vielen Punkten geschafft. Was im Prinzip einfach nur die Idee eines Kanto-Remakes noch unsinniger macht. Weil, außer natürlich, man würde dann Kanto massiv umbauen, was man machen kann. Aber wenn man hier tatsächlich ungefähr die Hälfte der Gebiete hat, die es hier gibt, die noch besser sind als in Feuerrot und Blattgrün, obwohl es so die zweite Region ist, dann ist die Frage, was da eigentlich noch hängen bleibt. Das hier wäre auch schon viel besser, wenn man einfach noch ein paar mehr Trainer hätte, gerade Wanderer. So bleibt es, sage ich mal, unentschieden mit Rot, Blau, Gelb. Wie gesagt, das eine ist besser von den Trainern, die man trifft, das andere vom Design besser. Aber, ja, da wäre wirklich, da ist wirklich bei sehr, sehr vielen Orten, also bei sehr, sehr vielen Orten ist da deutliches Potenzial nach oben erkennbar. Ich rede jetzt nicht nur von Storm Silver, sondern tatsächlich von Heart Gold und Soul Silver. Ich meine, einer der Punkte, die wie ich ja schon angesprochen habe, ist tatsächlich der Mondberg. Darüber haben wir am Anfang des Parts schon gesprochen. Der war tatsächlich wirklich in Rot, Blau, Gelb, Feuer und Blattgrün einfach besser. Aber beispielsweise die Route 24, 25 war mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar ein kleines bisschen besser hier. Wobei natürlich dafür die Nugget-Brücke schwächer war, weil da im Prinzip gar nichts los war. Dann haben wir das Kraftwerk, was immerhin ein ganzes Kraftwerk ist, wo Leute arbeiten. Ich meine, klar, es ist kein Dungeon und ich hätte es ultra spannend gefunden, wenn es vielleicht so wie Neu-Malvenfroh-mäßig so eine Art Keller gegeben hätte, indem man, wenn man das Ganze löst mit dem Generator rein kann, dann bekommt man praktisch einen Schlüssel, kann dort nach unten gehen. Und das wäre ziemlich cool gewesen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum man das nicht gemacht hat. Das wäre gerade hier wirklich eine gute Möglichkeit gewesen, den Generator aus Rot, Blau, Gelb einzubinden, weil so, ja, ich meine, das Kraftwerk ist schon wirklich... Klar, es ist cool, dass da jetzt Leute arbeiten und ich verstehe schon, worauf sie hinaus wollen, aber ich hätte mir doch zumindest ein Mini-Dungeon gönnt. Wie gesagt, das ist so ein bisschen Neu-Malvenfroh-mäßig. Ich rede natürlich von Neu-Malvenfroh aus Rubin, Saphir und Smaragd, nicht aus Omega Rubin, Alpha, Saphir. Darüber möchte man nicht reden, aber... Ja, ich weiß immer noch nicht, warum man Neu-Malvenfroh oder so so klein gemacht hat. Zumal man so viele coole Sachen hat. Vor allem, das Schiffswrack. Also, Schiffswrack und Omega Rubin, Alpha, Saphir, Chapeau, aber... Neu-Malvenfroh? Was haben sie sich dabei gedacht? Aber gut, ich bin jetzt kurz davor, hier den letzten Pokéball zu holen und damit die Höhle hier soweit abzuschließen. Sie ist natürlich ein bisschen kurz, aber bedenkt auch eins, sie sollte nicht wirklich lang sein. Also, wie gesagt, geh von Lavandia nach Westen, bist du in Safronia City. Geh nach Norden, da bist du in Azuria City. Und gehen dann von Azuria City nach Osten, da stehst du vorm Felstunnel. Gehen von Lavandia nach Norden, da stehst du vorm Felstunnel. Auf der Karte ist wirklich nicht viel dazwischen. Das heißt, und da bin ich eben auch wieder bei dem Punkt von vorhin, diese Höhle sollte nicht ultra lang sein, sondern sie sollte schwer zu überwinden sein. Und dadurch eben tatsächlich einigermaßen und darauf den Fokus legen. Klar, man kann sagen, gut, wenn man sich den Mondberg anschaut, ist das auch sein Arbeitsam. Aber das Ding beim Mondberg ist, dass man nicht einfach von der Azuria City nach Süden kann, dann kurz nach Westen geht und dann in Vertania City ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht ganz so offensichtlich, dass da eigentlich nicht so viel dazwischen sein sollte. Aber gut, was übrigens auch cool ist, ist, dass man hier Stolrak fangen kann, und zwar hier auf Level 53 sind. Ich meine, ich mag sowieso die wilden Pokémon hier sehr. Das ist auch eben wirklich einer der schlimmen Puddel in Heart Gold und Silver. Die sind sehr, 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 sehr niedrigen Level der wilden Pokémon. Auch wenn man die Arena da verbessert hat, das hat man leider nicht hinbekommen, die wilden Pokémon aufzustufen. Aber gut, damit sind wir zurück auf der Route 10, die natürlich immerhin noch ein paar Trainer bekommt. Ich meine, stell dir vor, die Route 10 wäre wirklich nur dieses Pokémon-Center gewesen.
Und dann nicht mal den langen Pfad da nach unten, den es noch hatte, wo noch ein Trainer war vom Feld, sondern das Roblox-App. Es wäre wirklich nur dieses Pokémon-Center. Es wäre wirklich traurig gewesen. Okay. Machomai, jetzt bin ich natürlich ein bisschen angeschlagen aufgrund meiner Erlebnisse in der Höhle. Das heißt, ich überlege am besten, wie ich das hier bewerkstellige. Oh, das hat mir gar nicht gut getan, gar nicht gut, aber... Natürlich musste er Steinkant einsetzen. Ich meine, woher hätte er wissen sollen, dass ich ein Flug-Pokémon einwechsel? Er hat mich mega gut predicted. Okay. Dann doch ihn. Weil ich wollte ihn wegen Kampfattacken natürlich raushalten, weil die neutral sind. Aber wenn er natürlich Steinkant kann, dann ist das keine wirklich gute Option. Ich bin echt am Überlegen, ob ich danach einfach schnell zum Pokémon-Center rennen soll. Und dann auf die Route 10 zurückkommen. Weil, ich meine, schaut euch das mal an, ja? Aber ich meine, es passt. Es passt auch zu dem... zu dem Moment, den man auch schon in Rot-Blau-Gelb hatte. Wo man dann hier rauskommt, dann diese ganzen Trainer hatte, die dort gewartet haben. Im Prinzip hat man hier jedoch nur zwei Stück, während man in Rot-Blau-Gelb-Feuerblatt-Grün 6 hatte. Das war ja dann nochmal so eine kleine Mini-Route. Ich habe damit jetzt kein allzu großes Problem. Ich meine, man muss nicht immer mehr Trainer haben. Es geht ja auch oft ein bisschen um Qualität. Und hier gleich mal jemanden mit Maromai zu haben, das hat schon wirklich Qualität. Wobei ich es wirklich cool gefunden hätte, wenn der Hack das Mädchen zurückgebracht hätte, welches im Osten ist. Ich meine, vielleicht haben sie es, aber ich glaube, das ist nur zu einer 1%igen Chance, dass sie das wirklich gemacht haben. Weil dieses Mädchen im Osten hat ja damals gesagt, dass sie sich wünscht, dass es ein rosa Pokémon mit Blümchen gäbe. Was alle als Foreshadowing auf Somniam verstanden haben und absolut ausgerastet sind, dass da die Zukunft vorhergesagt wurde. Wobei ich sagen würde, dass ein rosanes Pokémon, das Blümchen hat, nicht gerade zu den besten Predictions ever zählt. Das sind einfach zwei Sachen, die Mädchen mögen, die vereinigt wurden, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber vielleicht dem Tribut zu zollen, hätte ich es ganz interessant gefunden. Aber gut, es war dieser... Moment. Hat er gerade den Witz gemacht? Weil da gab es ja diesen Einwanderer, auf den du geschworen hast, der hat gesagt... Und dann am Ende vom Kopf, Fatschi! Wenn ihr wisst, habe ich mir gemerkt, weil ich mich immer gefragt habe, sag mal, erkennt man nicht den Unterschied zwischen einem Angriff und einem Hatschi? Und vor allem braucht er bis zum Ende vom Kampf, um das Hatschi abzuschließen? Wie lange muss er die Luft angehalten haben? Aber okay. Dann gehe ich mal runter Richtung letzten Trainer. Genau, hier stand sie etwa. Aber da stand dann ein Baum in Rot-Blau-Gelb. Auch hier, vom Design her deutlich besser. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Höhen und Tiefen reißen es hier wirklich erneut ziemlich gut raus. Vor allem eben, weil dadurch diese etwas gebirgshafte Stellung vom Felstunnel besser zum Ausdruck kommt. Dass man hier praktisch auf so Felstunnel rausgeht, der natürlich vom Namen her sehr felselig sein soll oder sehr felsig. Und dann aber nicht direkt wieder auf dem Flachland ist, sondern natürlich auch an der freien Fläche erstmal wieder nach unten muss. Also von daher, sehr cool. Und eine Sache frage ich mich ja. Warum diese kleinen Vorschaubilder, die dort erscheinen, wenn man beispielsweise Höhlen betritt oder irgendwelche speziellen Orte. Hier vor allem Höhlen. In Feuerrot und Blattgrün waren das ja wirklich eine Vielzahl von Bildern, die sich aber auch alle wiederholt haben. Hier sind alle Bilder einzigartig. Warum man die wieder rausgenommen hat. Und dann frage ich mich, warum man sie überhaupt reingetan hat. Weil ich weiß nicht, ich fand diese Vorschaubilder immer ein bisschen merkwürdig, gerade in Feuerrot und Blattgrün. Ich fand sie dann besser, weil wie gesagt, sie nicht immer gleich aussahen, sie wirklich immer individuell waren. Und man auch ein paar kleine Pokémon-Easter Eggs drauf versteckt hat. Aber ich weiß nicht. Ich kann jetzt weder etwas finden, was wirklich dafür spricht, sie weiter oder sie immer zu haben, noch was wirklich dagegen spricht. Und das ist so ein bisschen das Merkwürdige, während ich mir das überlege. Ich weiß nicht, warum sie es eingeführt haben, ich weiß aber auch nicht, warum sie es abgeschafft haben. Weil es kann sein, dass sie sich genau das gedacht haben. Irgendwie ergibt das gar keinen Sinn. Oder
es bringt uns nicht wirklich wieder, schaffen wir es wieder ab, aber... Ja, wie gesagt, da stelle ich mir die Frage, warum sie nur erst einmal wieder überhaupt eingeführt hat, was da der Gedanke hinter war. Ich weiß es nicht, ich hätte aber jetzt auch nichts dagegen, es wieder zu sehen in Ultrasonne, Ultramond, vielleicht. Weiß ja nie, was sie sich einfallen lassen. Ich glaube es zwar wirklich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Option, würde ich sagen. Gut, dann werde ich jetzt mal Lamus schön aussaugen. Zumindest dachte ich das, aber da hat sich seine sehr gute Spezialverteidigung wieder bemerkbar. Bitte keine Top gelesen, gut. Weil ansonsten mit einer Amnesie hätte es ein bisschen komplizierter werden können. Ich hätte wahrscheinlich jetzt schon nicht wirklich viel abgezogen, aber so passt es. Und damit ist der Pokefan-Robot besiegt. Und ich nehme mal nicht an, dass sie hier noch einen weiteren Trainer hinzugefügt haben, sodass es das dann hier war. Aber erneut, designtechnisch, wie gesagt, ein deutlicher Sprung nach vorne. Jetzt brauche ich hier Stärke und ich habe kein Pokémon mit Stärke. Ich möchte sowas von Sonne, Mond zurück, wo ich einfach meine Pokémon dann über mein... Was auch immer das war, anrufe. Ich weiß gar nicht genau, wie das hieß. Und die das dann einfach wegschieben. So, ich hau mal Risikotackle weg, weil das am ehesten das ist, was ich nicht brauchen würde. Ansonsten, die anderen Sachen hätte ich nicht beseitigt, hätte ich mir da was anderes einfallen lassen müssen. Und vielleicht sollte ich tatsächlich überlegen, ob ich nahe in Zukunft diese VMs nochmal benötige. Weil ich glaube jetzt erst einmal nicht, das ist wirklich nur hier. Klar, es ergibt aufgrund der geografischen Lage, wo wir uns befinden, Sinn und Steinpolitur. Gut, kann ich natürlich, wenn ich jemals in die Lage kommen sollte, dass ich Geowatt spielen muss, mich etwas schneller machen. So, und ihr seht schon, der Radioturm alias Pokémon-Turm ist sowas von gut designt. Also, wow, das... No contest. Du halt einfach die Klappe. Mich interessiert's nicht, ja. Du, wirklich, du kannst mir EA gekauft haben. Mir ist es egal. Sowas von egal. Lavandia City, das noble Dorf. Und die Musik ist längst nicht so legendär wie die aus Rot-Blau-Gelb. Ich mag aber diese neue Interpretation. Ich mag sie wirklich, weil während wir in Rot-Blau-Gelb diese mega finsteren Ton hatten, haben wir hier einen Ton der Hoffnung. Und das kommt so gut rüber. Aber gut, ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Danke für die eure Aufmerksamkeit. Das war Pokémon Storm Silver, meine lieben Freunde. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Unterstützt mich bei Patreon, wenn ihr wisst, was ihr übrig habt. Folgt mir auf Social Media und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann.